Da wurden Bomben getestet auf der Insel? Es kann halt echt sein, dass da einfach ein Krokodil auf dich wartet. Okay, das ist krass. Das ist krass. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben die dritte Folge der Behind-the-Scenes-Doku-Reihe von Dave. Ich würde sagen, wir jumpen auch direkt rein. Ich will gar nicht so viel reden. Ich bin super gehypt. Morgen um 18 Uhr kommt die neue Folge raus. Bedeutet, wir haben also von der Hauptserie logischerweise die zweite Folge der richtigen Serie. Bedeutet, am Donnerstag um 18 Uhr sehen wir uns hier schon wieder mit der Reaction auf der zweiten Folge. Die erste Folge war die Aussetzung. Relativ kurz, trotzdem extrem episch. Ich habe für alle, die meine ganze Seven vs. Wild Reaction-Reihe mit begleiten wollen, eine Playlist gemacht, wo Doku und richtige Seven vs. Wild Staffel 2 Serie, alle meine Reactions in der richtigen Reihenfolge zu finden sind. Klickt da gerne rein, dann habt ihr immer alles up to date. Und ich würde sagen, wir hören jetzt und schauen jetzt vor allen Dingen rein bei Die dunkle Geschichte der Seven vs. Wild Insel. 33 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir sehen einiges auch von der Aussetzung noch, weil da ist ja auch, wie wir durch die Reactions von Fritz und Knossi bemerkt haben, gerade bei der Aussetzung von Knossi wirklich was schiefgegangen. Der Mann wurde viel zu weit vorne ausgesetzt und musste viel länger schwimmen und mit einer härteren und Strömung als alle anderen und trotzdem hat er es gepackt. Deswegen da schon mal großen Respekt an Knossi nochmal und ich freue mich jetzt drauf. Let's go. Heute geht es mal um das Thema Location für eine eventuelle Staffel 2. Wo machen wir das Ganze? Das Video erinnere ich mich noch. Wir sind auf der Suche nach Kontaktpersonen, die uns eventuell dabei helfen können, eine passende Location zu finden. Daran erinnere ich mich noch. And out. Aber wie zur Hölle findet man genau so einen Standort? Welche Kriterien muss er erfüllen? Und vor allem aber, was passiert, wenn kurz vor Produktionsstart eine dunkle Vergangenheit ans Tageslicht kommt? Imagine auch einfach so eine verfluchte Insel wie bei Lost. Wenn euch das Behind-the-Scenes gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Sehr wichtig. Seven vs. Wild Staffel 1 ist wie wir alle wissen, grandios gelaufen. Darauf folgend ist uns auch schnell klar geworden, dass wir relativ früh in die Konzeptionierung von der Staffel 2 gehen wollten. Januar diesen Jahres sind wir halt schon in die ersten Meetings gegangen und hatten schon was auf dem Zettel stehen. Eigentlich gibt es nur zwei Sachen, die geändert werden müssen, Stand jetzt. Einmal neue Teilnehmer und die zweite Sache, die hast du gerade schon gesagt, die geändert werden müsste, ist die Location. Ja? Was machen wir anders? Was wollen wir ändern? Und da sind wir super cool, dass wir auch diese Sprachnachrichten, die O-Töne haben quasi. Sehr, sehr schnell zu dem Schluss gekommen, okay, wir müssen natürlich irgendwie einen kompletten Location-Switch machen. Was ist das, woran man als erstes denkt? Natürlich Robinson Crusoe, einsame Insel, irgendwie allein gestrandet, auch, Schiffbruch, was weiß ich. Haben dann tatsächlich auch zu dritt versucht, selber so zu scouten. Ne? Ein bisschen Google Maps, Google Earth, mal so ein bisschen geguckt, was könnte gehen. Und ja, da haben sich dann so schnell so viele Probleme aufgetan, weil ey, dann findest du eine Insel, die findest du geil. Was machst du dann? Guckst du in irgendwelchen Verzeichnissen, wo ist diese Insel, wer besitzt diese Insel, fragst sie an. Ich habe dann auch mal so Portale für Superreiche gefunden, wo man halt wirklich guckt, ja, wem gehört denn diese Insel, die irgendwie 100 Millionen kostet. Soll ich dir mal fragen, ob wir da ein bisschen filmen dürfen? So ist natürlich irgendwie Quatsch und auch absurd. Das heißt, da haben wir dann sehr schnell gemerkt, wir brauchen da Hilfe und haben dann diesen Aufruf gestartet, weil ja, wir haben dann einfach keinen vernünftigen Weg gefunden, wie man sowas dann schon machen kann. Dieses ganze Projekt einer eventuellen zweiten Staffel steht und fällt einfach mit der Location. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das Ganze nicht wieder in Schweden machen will. Ich danke für eure Mithilfe. Over and out. Da haben sich Leute aus der Community denn gefunden quasi? Ja, hey, wir sind Tom und Martin von Wandermut. Ah, und okay, die organisieren und planen ab. Jetzt kommt Wandermut mit rein, true. Wandermut, die Mitsponsoren, Organisatoren der zweiten Staffel. True, okay. Abenteuer und Expeditionen an die entlegten Winkel dieser Erde. Und das hat uns schon so ziemlich überall hingeführt, ob es jetzt Husky-Touren in Russland sind, mit Macheten durch den Amazonas-Regenwald auf Ruinensuche oder eben Partner hier halt in die komplette Planung und Organisation von Seven vs. Wild. Nach unserem Videoaufruf haben sich super viele Leute gemeldet, super viele Firmen gemeldet, aber einer hat besonders herausgestochen, das war Wandermut, die direkt gesagt haben, ey, wir sind die Richtigen für euch, wir sind gerade an einer ähnlichen Sache dran und haben schon Inseln gescoutet und wissen gerade, glaube ich, was ihr wollt. Ich gucke mir das Video abends an, schaue auf die Locations, die er da zeigt und darunter war halt auch eine Insel in Panama. Und ich dachte mir, oh mein Gott, also wir haben echt Haus aufs Auge die Insel genau 5 Kilometer weiter. Das ist doch das Ding. Das haben wir schon seit 2 Jahren vor. Was ein Zufall aber, was ein Zufall auch. Wir hatten Helikopterpiloten, also Kontakte hier, auch zu Survival-Profis. Wir hatten sogar schon eine Insel rausgesucht. Ja, und dann haben wir Fritz quasi angeschrieben. Was ein Zufall. Auf allen Kanälen gesagt, ey, wir sind genau deine Männer, so, wir können das, wir haben das alles schon. Und einen Tag später, beim Schreiben auf Instagram auf dem Klo,
hat sich Fritz zurückgemeldet. Danach hat Max angerufen und es ja, ging los. Ey, sowas liebe ich. Wisst ihr, sowas liebe ich. Durch Zufälle und einfach so, ey, hätte Fritz dieses Video nicht gemacht, hätten sie das Video nicht gesehen, so wisst ihr, dann wäre alles anders vielleicht. Dann wären wir jetzt keine Ahnung wo gewesen bei der zweiten Staffel. Aber wie cool ist das eigentlich? Ich glaube, es muss wieder dieser Abfuck sein. Es muss Wind, regnerisch, kalt sein. Es muss dieser Abfuck sein, ich sehe auch eher sowas wie da Kanada. Fritz und Jungs hatten so die Ideen, ja, man könnte ja auch was in Alaska oder in Kanada machen. Boah. Da kam von uns einfach dann so der Appell, so, Jungs, wenn ihr das in Kanada oder in Alaska macht, das ist ein Wald, das ist zwar in Kanada, aber der sieht genauso aus wie in Schweden. Ihr braucht irgendwie was mit mehr Dampf, ihr braucht irgendwie was anderes, ihr braucht irgendwie Tropen, ihr braucht Dschungel hier. Ihr braucht eine einsame Insel mit Tropenregenwald. So. Daraufhin haben wir gesagt, ja gut, wenn ihr wisst, was wir wollen, dann macht uns doch gerne mal eine PowerPoint-Präsentation. Die Kriterien sind die, die und die. Und ja, daraufhin hat Paddy eine allerfeinste Präsentation uns bei Discord reingeklatscht, die uns von Hocker gehauen hat und uns auf eine Insel kommen lassen hat. Es gab einige Punkte, die definitiv gewährleistet sein mussten, um Staffel 2... Junge, diese Grafiken schon wieder. Also Dave und das ganze Team von dieser Behind-the-Scenes-Reihe, krass, direkt bei, keine Ahnung, Pixar anfangen. Wirklich auf einer tropischen Insel umsetzen zu können. Die Insel muss völlig isoliert sein, um wirklich echtes, wildes Survival zu werden. Imagine da auf einmal so Staffel 2, Folge 4, da ist so eine Hütte bei Knossi auf der Insel, wo so ein Typ drin wohnt, so Arrow-mäßig, wisst ihr? Das muss man halt garantieren, dass das nicht der Fall ist. Darf dabei aber nicht zu weit ab vom Schuss sein, um bei jedem Teilnehmer eine Rettung über Land, Wasser und auch Luft zu gewährleisten. Echt schwierig, so ein insbesondere ein schneller und reibungsloser Abtransport eines Patienten in eine hoch ausgestattete Klinik muss zwingend zu allen Tages- und Nachtzeiten möglich sein. Dabei muss die Insel groß genug sein, damit sich die Teilnehmer in keinem Falle treffen, darf aber wegen langer Rettungswege auch nicht zu groß sein. Die Insel darf außerdem nicht stark bebaut sein, muss aber trotzdem eine Unterbringungsmöglichkeit fürs Team bieten und einen Helikopterlandeplatz haben. Es müssen natürlich genug überlebenswichtige Ressourcen wie Wasser und Nahrung verfügbar sein, ohne es den Teilnehmern zu leicht zu machen, und die Insel darf auf keinen Fall ein Naturschutzgebiet sein, was das Fällen von Bäumen und Töten von Tieren verbieten würde. Mit diesen Rahmenbedingungen ist Wandermut in die Recherche gegangen und hat ihr gesamtes Netzwerk aktiviert, um in absolutem Rekordtempo von 2 Wochen eine Auswahl von 7 Inseln in 4 verschiedenen... Imagine, wie ist das denn möglich? Das waren 20.000 Punkte, ihr habt 2 Wochen Zeit hier und wir haben 7 Sachen gefunden. Also wirklich ganz, ganz dicke Shoutouts an Wandermut. Das waren ja 20 Punkte, die du gar nicht, die kannst du eigentlich gar nicht finden, so eine Insel. Ländern hervorzubringen. Nach feinerer Recherche stellte sich doch allerdings bei allen heraus, dass sie wegen Größe, Rattenplage, Entfernung zum Festland oder Terrorgefahr nicht geeignet sind. Oh shit. Außer bei einer. Terrorgefahr. Isla San Jose im Süden von Panama. Geil. Ja, und dann hat sich das alles am Ende gebündelt, herausgestellt, krass, dass wir hier alles haben, dass wir hier ohne Probleme das Team unterkriegen, dass wir die Rettungskette kriegen. Es ist so remote, irgendwo im Pazifik, wow, 80 Kilometer vor der Küste, dass es jetzt nicht so easy zu erreichen ist. Wow. Man hat das Gefühl, man ist hier einfach auf so einer tropischen Insel, wo man gestrandet ist. Aber wenn du hier 500 Meter rausgehst, dann bist du im fucking Nowhere, da ist nix. So, und da fühlst du dich auch so. In der Theorie schien diese Insel hier perfekt zu sein. Aber was wir nicht sehen konnten, so auf Satellitenbildern, waren, ob wir genügend gute Spots an dieser Insel finden würden. Ah, okay. Also haben wir beschlossen, hier einfach mal hinzufahren und das Ganze auszuchecken vor Ort. Johannes und ich waren gerade im Urlaub und einmal schrieben die Wandermut-Jungs, ey, wir fliegen nächste Woche nach Panama auf Isla San Jose, gucken uns das an. Wollt ihr mitkommen? Bucht euch einen Flug und es geht los. Alles so eine Macher, so eine Macher, so cool, Mann, so geil. So geil einfach. So geil. Wie wird die zweite Staffel Seven vs. Wild noch abenteuerlicher? Diese Frage haben wir uns gestellt und sind aus diesem Grund in Panama City, um für die Jungs von Seven vs. Wild herauszufinden, ob es möglich ist, sich aus einem fliegenden Helikopter aus 10 Metern Höhe ins Meer werfen zu lassen, um dort 7 Tage lang in der Wildnis einer einsamen Insel zu überleben. Das war einfach so ein Vlog haben. Das Ganze ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Dort wimmelt es vor Krokodilen und es gibt auch Haie rund um die Insel. Also aus dem Hubschrauber zu springen, ist per se schon keine Sache, die wir empfehlen würden, aber das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Und genau darum machen wir es. Ob das Ganze dann auch für die Teilnehmer funktioniert, testen wir das Ganze an uns selbst. Krass, Johannes, machen was haben wir denn in dieser Kiste drin? Was nehmen wir denn mit auf die einsame Insel? Alkohol. Wow, das ist cool gemacht. Ich bin echt gespannt, ob sie wirklich jetzt selbst rausspringen, aber sie meinten ja, sie testen es selbst. Also I guess, sie werden echt rausspringen. Geht schon der erste Stress los. Wenn der Taxifahrer nicht weiß, wo er hin muss und wir den Helikopter verpassen. Dime, hermano, dime. Habla el taxista, dime, habla. Hallo. Bro, I don't know.
dass ihr auch mit dem Taxi bis in diese Flughalle reingefahren sind gerade. Das hat mich schon verwundert. Herzlich willkommen zum Scouting für Staffel 2 von Sam vs. Wild. Wir fliegen jetzt auf eine exotische Insel mit Krokodilen, Haien, giftigen Schlangen und giftigen Früchten. Und wir gucken mal, was passiert. Wir springen aus dem Heli. Let's go. Junge. Das ist krass, allein diese Planung, wisst ihr, allein diese Planung jetzt so zu sehen, hypt einen. Mit riesiger Vorfreude flog in diesem Helikopter eine ordentliche Prise Anspannung mit. Wow. Im Prinzip war Isla San Jose die einzige vielversprechende Option, die dem Seven vs. Wild Team und Wundermut noch blieb. True. Wenn sie jetzt da runterjumpen und merken, okay, das ist Shit hier. Mittlerweile war April gelaufen. Und alle anderen Standorte konnten schon aus der Ferne ausgeschlossen werden. Das wussten würde diese Insel, also einen der wichtigen Punkte, nicht erfüllen oder aus irgendwelchen Gründen nicht passen, wäre die Zeit vor Produktionsstart zu knapp. Geil. Boah, coole Aufnahmen. Also wirklich, das sieht echt aus wie bei Lost. Also die Insel ist wirklich wie bei Lost einfach, finde ich. Bis dass dieser große Sandstrand vielleicht fehlt. Aber sonst ist es einfach Lost. Da haben wir ihn. Da haben wir den Sandstrand, es ist Lost. Das sind auch einige Aufnahmen, die wir in der ersten Folge der richtigen Staffel schon gesehen haben. Hier diese Drohnen-Shots. Die haben sie also da schon gefilmt quasi, okay. Wir sind angekommen. Dein Eindruck? Kein Problem. Das Ding bin ich zum ersten Mal geflogen jetzt, aber guter Vogel. Ey, sympathisch. Sympathisch, aber das geil. Das ist Karl S. von Wandern Lust. Ey, stimmt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen er mich erinnert. Aber echt Karl S. in so ein bisschen schmaler einfach. Und sympathischer. Der hat uns gerade schon gezwungen, 3 Verträge zu unterschreiben. Gibt's in die Presse. So geil, Mann. Es so sympathische Leute. An einer bestimmten Bucht diesen Helikopter-Jump einfach mal zu testen und auszuprobieren. Wir haben diese Bucht auch gefunden, aber wir hatten uns auch mit einem Rettungsboot verabredet, weil, na gut, so oft sind wir jetzt auch noch nicht aus dem Helikopter gesprungen und wollten das halt wirklich sicher testen. Und die Bucht war halt so ausgewählt, dass das Boot und unser Survival-Instructor, der Tom, vorher schon mal geguckt haben, ob das Wasser tief genug ist. Wie es halt kam, irgendwie hat der Helikopterpilot sich verflogen, Dinge passieren und wir sind in einer anderen Bucht gelandet. Eigentlich sollte hier ein Boot sein zum Spotten, wenn wir hier aus dem Helikopter springen. Hier ist aber kein Boot. Und naja, wir mussten es halt irgendwie machen und haben gesagt, ey, Karl, komm, wir springen da jetzt runter, so was soll's. Dann werden wir wohl ohne springen. Ernsthaft? Also ich meine, es haben alle überlebt. Bei Sam vs. Wild geht es aber nicht per se darum, höher, weiter, schneller. Sondern es geht darum, Sachen anders zu machen. Deswegen haben wir auch gesagt, ey, wir wollen eine andere Location haben. Aber natürlich so eine tropische Insel, die bietet sich einfach an dafür. Das sieht schon wirklich richtig, richtig geil aus. Und die ist auch so riesig, man kann das gar nicht einschätzen. Die sah am Anfang bei Google Earth eben, dachte ich, okay, die ist vielleicht ein bisschen klein, aber die ist wirklich so unfucking fassbar riesig. Man kann das nicht einschätzen. Mit einem Knall reinzustarten. Deswegen wollten wir unbedingt einen Helikopter-Drop-Off haben. Krass. Das war auch krass. Also natürlich auch gefährlich, wie man bei Knossi gesehen hat. Ob das funktioniert, ob das überhaupt legal ist, wie das funktionieren kann. Da gab es auch dann wirklich unzählige Probleme im späteren Ablauf. 10 Meter ist es auch hoch, wir haben geschätzt auch. Boah, das sah gar nicht so tief aus. Ich hatte ein bisschen Angst auch, dass es nicht tief genug ist gerade. Was muss sich auch der Pilot denken? Es wird ein Heli gebucht für 4 Leute. Ja, fahr uns zu dieser ganz, ganz krass verlassenen Insel. Wir wollen aus dem Heli ins Wasser springen. Hol uns mal morgen wieder ab. Das ist wirklich, also, ja.
Man kann auf jeden Fall mit diesem Helikopter auf diese Insel fliegen. Man kann da runterspringen, ohne zu krepieren, und das funktioniert. Aber echt krass, dass ich es getestet habe vorher selbst. Ja, Mann. Finde ich cool. Das wird geil. Also genau so sollte das Intro für Seven vs. Wild aussehen. Ja. Jo. Es war auch ein Knall. Das war geil. Das war echt scary, weil wir nicht wussten, wie tief es ist. Aber der Paddy ist ja als erster gesprungen. Deswegen, alles tutti gelaufen. Hast du hier Krokodile gesehen? So, Krokodile haben wir bisher noch keine gesehen, aber die sind hier. Die sehen uns, aber wir sehen sie nicht. Ich bin echt gespannt auf den ersten Wildlife-Encounter. Nach dem Helikopter-Run haben wir auch das erste Mal gemerkt, wie fucking teuer ein Helikopter ist. Ja, also es ist ja sowas Abstraktes. Keiner von uns hat jemals für so eine Produktion irgendwie einen Helikopter gemietet. Also das ist ja wirklich Hollywood-Shit eigentlich, ja, was man auch nicht erwartet bei so einer komischen YouTube-Geschichte. Die hatten drei Helis. Also, ganz kurz, das müsst ihr euch vorstellen. Ein Helikopterflug, wie weit sind es? 80 Kilometer? Ja. 80 Kilometer Helikopterflug ist teurer als zwei Flüge von Deutschland nach Panama. Also es ist krass. Also ich glaube, was wir bezahlt am Ende, ich glaube über 5000 Euro oder so. Ja. Für diesen einen Testrun nur, letztendlich nur, um zu gucken, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt etwas gekauft, das eigentlich gar nicht eurem Budget entspricht oder euch bei einem Projekt etwas über... Okay, warte, ich sag Clark. Clark oder warte, was war das andere? Heißt es nicht Anyfin? Und seid dadurch jetzt in einer Ratenzahlung oder einem Verbraucherkredit gefangen. Aber kein Problem, Anyfin unterstützt nicht nur uns bei diesem Video, sondern auch Anyfin. Euch bei eurem Raten. Ja, geschuldet sind, stellen in welchem... Klicks kostenlos für 20 Projekte ausgesucht. Aber Werbung sei auf jeden Fall, sei gegönnt, wichtig und richtig. Wir hatten mit anderen Filmproduzenten geredet, haben da schon ein paar Tipps bekommen, hatten dann eine Liste von 13, 14 Spots ungefähr und haben uns dann ein Motorboot gemietet und sind geil, die systematisch abgefahren. Dass wir auch mit anderen Filmproduzenten geredet haben, so. Weil das natürlich auch cool für die ist, dass man sagt, ey, in Deutschland gibt es diese YouTuber-Sendung, die geht richtig ab, wir brauchen eure Hilfe. Ist natürlich krass, anderen davon zu erzählen überhaupt, also wisst ihr? Weil Seven vs. Wild ist dann so... Also, vom Heli jetzt... Keine Ahnung. Und wir gucken Aushängeschild erste Spots an. Auf YouTube Deutschland halt. Die ersten möglichen Spots. Das Ding ist, wurden nicht vom Boot abgeholt, wie wir es geplant hatten, während wir mit dem Helikopter rumgeflogen sind. Es gab Missverständnisse, Kommunikationsprobleme. Am Ende kriegen wir doch wieder alles gelöst. Und so ist es immer. So ist es immer bei irgendwelchen Projekten. Am Ende klappt immer alles. Da vorne wäre jetzt der erste Spot. So ein kleiner Strand. Sieht schon sehr wild, sehr Robinson Crusoe-like aus hier. Sehr viel Müll auch. Oh, ist das Nova-Spot? Ich glaube, das ist Nova-Spot gewesen, oder? Weil bei Nova war richtig viel Müll. Bei Nova war so viel Müll. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, leider. So, Sonne geht langsam runter. Und wir sind jetzt nicht mal zu einem Viertel um die Insel rum. Also die Insel ist riesig. Ist echt riesig, ja. Krass. So, wir sind jetzt hier am zweiten Spot angekommen und sind auf jeden Fall schon ganz optimistisch gestimmt, denn was wir hier sehen, sind ein Haufen Palmen mit Kokosnüssen. Und wenn wir damit kalkulieren, dass jeder 10 Kokosnüsse am Tag braucht für Kokosfleisch und die Kokosmilch, sind das ca. 70 Kokosnüsse über die ganze Zeit. Und das ist schon mal ein saugeiler Indikator geil. Für einen guten Spot. Ja, geil. Und es macht optisch was her. Das sieht schon richtig geil aus. Ich weiß gar nicht, es wäre cool, wäre hier eingeblendet worden, von wem dieser Spot ist. Sehr viele Palmen hatte Knossi. Ich weiß halt nicht, ob mit erster Spot, ob das die richtige Reihenfolge ist. Wisst ihr, das ist der erste Spot, wäre ja Knossis Spot, weil er zuerst rausgelassen wurde. Aber der erste sah nach Novas aus und der sieht nach Knossis Spot aus, weil Knossi hatte sehr viele Palmen auf jeden Fall. Problem ist, hier ist alles von Müll. Ja, wobei, das ist Novas Spot. Wenn wir irgendwo einen blauen Croc sehen, ja, dann ist das auf jeden Fall Nova-Spot. Etwas zu viel Müll für meinen Geschmack. Nicht einfach ein fucking Kühlschrank. Lol. Traurig, Alter. Das ist halt jetzt die Realität, ne? Also das hier, dieser Müll am ganzen Strand ist die Realität. Tom und Martin sind gerade noch hier rumgerannt. Das Video ist leider sehr dunkel gerade. Das liegt aber nicht an mir. Ich kann das nicht heller stellen. Das ist im Video selbst ist es einfach so dunkel gerade leider. Ein Müllspot und da ist eine Straße zu Hacienda. Also oder halt zu irgendeiner Straße halt. Fürs Erste haben wir uns jetzt ein paar Spots angeguckt, einen kleinen Eindruck bekommen und die Sonne ist untergegangen. Morgen geht's weiter. Aber sieht schon sick aus, ne? Ist es geil. Also, ist Porno. Ist nice. Unser Ziel für heute ist es, die 7 finalen Spots zu finden, geil. In denen wir dann bald die Teilnehmer aussetzen werden.
drei Dinge, die wir heute ganz besonders beachten müssen. Erstens natürlich Spots finden, bei denen wir genug Ressourcen finden, damit jeder Teilnehmer auch dort überleben kann. Zweitens, wir müssen die Wassertiefe checken. Dafür haben wir Flossen dabei gucken, dass wenn es zum Heli-Drop-Off an diesen Spots kommt, dass das Wasser auch tief genug ist, dass sich da nicht jeder schon die Hacken bricht, wenn er aus dem Helikopter springt. Und drittens, wir müssen abschätzen, ob die Wellen auch später im Jahr klein genug sind, um diesen Strand noch im Notfall erreichen zu können. Denn je nach Jahreszeit unterscheidet sich auch die Wellengröße. Aber geil, dass die wirklich an alles gedacht haben. Je nachdem wäre dann ein Strand nicht mehr erreichbar für uns. Also so viele kleine Sachen, an die wir gar nicht gedacht haben vielleicht. Wisst ihr? Super gut, dass die alles abgecheckt haben. Einen, den wir noch nicht vorgestellt haben, ist Tom. Tom ist einer der Top-Survivalists der ganzen Welt. Bildet Leute wie Ed Stafford aus, ist in den Kameras aktiv. Tom, would you like to introduce yourself? My name is Tom McElroy. Digga. Allein schon, ich weiß nicht, dieses australische Englisch, da merkt man schon, Junge, da weiß man, wo man ist, ja. Das ist der Typ, der auch diesen Survival-Kurs mitgemacht hatte in der ersten Doku-Folge. Geil. Aus, ist in deinen Kameras aktiv. Tom, would you like to introduce yourself? My name is Tom McElroy. I've been training people in wilderness survival for 25 years now. Oder in der zweiten Doku-Folge, glaube ich, was. To determine what's going to be the most suitable to make sure that geil, dass der Typ mit dabei ist. Have the ability to find shelter, water, fire and food. Da wir Fritz dieses Jahr mit seinem Know-how aus der Serie genommen haben bei der Planung, brauchten wir einen Ersatz, der uns mit seinem Wissen zur Seite steht. Und das war dieses Jahr Tom McElroy. Krasser Typ, absoluter Survival-King. Also ich glaube, das hat man selten gesehen. Also wirklich die krassesten der krassesten Leute. Beim Scouting innerhalb von 10 Minuten hatte der ein Feuer an, ohne ein Feuerzeug, einen Feuerstahl. Hat die Kokosnüsse am Band runtergeholt. Wahnsinniger Typ, kann man viel von lernen. Krank. Ich bin sehr froh, dass er dabei ist. Super coole Leute am Start, einfach auch hinter den Kulissen, wisst ihr? Auch Dave zum Beispiel, erzählt die Doku-Serie, alles vom Feinsten. So, den Steinstrand schauen wir uns jetzt mal an. Was so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir jetzt noch nicht so viele Kokosnusspalmen sehen. Oh, der sieht aus wie der von Sabrina. Sabrina hatte auf jeden Fall, hatte so ganz viele kleine Steine, hatte so einen Steinstrand auf jeden Fall. Aber vielleicht finden sich da hinten zum Beispiel die ein oder andere noch. Aber schauen wir mal, ob der könnte taugt. Ihr Spot hier irgendwo sein, auf jeden Fall. Na, sind die Eier nass? Ja. Und Sascha hatte, glaube ich, auch so einen Spot, oder nicht? So einen ähnlichen zumindest. Aber ich glaube, das ist der von Sabrina. Boah. Da hinten sehen wir schon irgendwo eine Palme stehen. Und die können wir abernten. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen was an Ressourcen hier. Überall, so schön die Insel auch ist, wird Müll. Super viel Müll, ja. Super, super viel Müll. Krass, auch große Teile. Auch echt große Teile Müll, ne? Tja, das ist die Realität. Ey, wie sympathisch die aber alle sind. Auch mal ein bisschen Düngen hier. Right now, that's probably salt water from this mangrove swamp. But apparently this collects fresh water during the rainy season. And so that would be the redeeming quality of this spot. Safe. Definitely a challenge because the tide's going to be coming in and out of here every day. Das sieht so schön aus. A lot of coconut trees, good shelter material. I think if I was here, I would just get up and out, up into the jungle a little bit to get out of this mangrove area because the mosquitoes are going to be just torturous. Oh, yeah. Any crocodile issues? So far, no crocs. But this is kind of, they like to hang out in spots, especially where fresh water is coming out. So yeah, definitely looks like a potential for crocodiles here. Also semi-optimal. Es war optisch ganz, ganz interessant, aber die Ressourcen sehen einfach scheiße aus. Großmäulige Nachbarn, da vorne sind safe Krokodile. Und die Flut wird halt auch alles wegnehmen hier, sobald sie wieder kommt. Insofern ist das ein Backup-Spot und es wird sicherlich geilere geben. Aber ja, worst case. Könnte es einer werden. Ich als also Teilnehmer scheinbar, würde mich hier abfacken, wenn ich hier scheinbar doch würde, nicht der von Sabrina. Es sei denn, sie mussten einen Backup-Spot nehmen. Wir wollen nicht auf dieser Insel zurückbleiben. Oh, das Boot ist stuck, Junge. Also bei so harter Arbeit lasse ich natürlich immer den Martin vor. Einfach den größten Bizeps. Sorry, einer muss ja filmen. Macher. Haben sie es doch. So, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir lieber die Ostseite der Insel anschauen. Aufgrund der Wellen sind wir einfach zu hoch hier und ja, in der Regensaison werden sie noch höher. Das heißt, die Safety-Kette wäre da einfach
nicht mehr geil zu gewährleisten. Deswegen ballern wir jetzt einmal komplett auf den anderen Teil der Insel, auf die Ostseite und schauen, wie es da aussieht. Tschüss, Westseite. Okay, Spot 1 und Spot 4. Spot 1 und Spot 4 sind sehr nahe aneinander, so quasi über so eine Landzunge getrennt. First dream spot. Awesome. Spot 5. If I was gonna survive out here, I think this would be the spot I'd want to be. I think they're gonna suffer from bugs, but everything else they have is looking perfect. Boah, geil, Junge. Boah, das ist schon richtig krasser Spot gewesen. Oh, ja genau, ich glaube, das könnte der von Sabrina sein. Das sah von den Steinen her auf jeden Fall so aus wie bei Sabrina. Wie sieht's aus da hinten? Ist geil? Digga, aber das sieht hier krank aus, ne? Jetzt sind wir hier an Spot Nummer 4. Ein möglicher Spot. Kiesstrand, oben haben wir Frischwasser. Relativ wenig Kokosnüsse. Spot ist ein Traum. Absolut, hier gibt's alles. Das ist der beste Spot bisher, weil es einfach fließendes Wasser gibt. Okay, das ist krass. Ja, das ist die bittere Pille, die wir auch schlucken müssen. Man hat solche Locations hier. Traumhafte Wasserfälle, Frischwasser. Sieht alles herrlich aus. Das Problem ist, wenn du einmal kurz rumguckst, man kommt hier gar nicht weg. Also dann müsstest du jetzt eine Steilwand von 20 Metern hochklettern, überhaupt mal rauszukommen, um mal irgendwas zu fressen zu finden. Das kannst du halt keinem anmaßen. Deswegen leider raus, obwohl es so schön ist. War zwar ein Versuch wert, jetzt nochmal 100 Meter weiter zu gucken, aber der Spot von eben ist einfach geiler. Hoffnungslos. Spot. Aber krass auch, wie wirklich jeder Spot exakt an, also exakt ganz anders aussieht. Ja, auch wieder Rocky Beach. Das finde ich krass. Ganz anders. Aber das Einzige, was überall gleich ist, ist der Müll. Immer hier in diesem. Überall dieser Müllhaufen. Alles andere ist echt anders. Okay. Easy ist das Gelände hier nicht. Ja, ist schon anstrengend, aber jetzt haben wir 4 Spots. 4 von 10, weil wir wollen 7 sichere Spots und 3 Ausweichspots, ein paar Backups, falls geil. Dann doch irgendwas schief smart, geht. Smart. Also haben wir ein bisschen was vor uns, aber es geht voran. Manche, die mussten einen Backup-Spot nehmen. Ich sag, die mussten einmal Backup nehmen. Einmal Backup nehmen, aus irgendeinem Grund. Ich sag, einen Backup mussten sie nehmen. Mussten sie usen. Wir befinden uns hier gerade im Norden der Insel an einem Spot, den wir zufällig gefunden haben. Wir fahren hier gerade die Küste ab. Bitte lass diesen Spot gut sein. Das ist echt fucking anstrengend mittlerweile. Das glaube ich, Mann. So, happy us. There is fresh water. Hier ist fließendes Wasser. Perfekter Spot. Palm. Derjenige, der den bekommt, wow, hat auf jeden Fall einen Joker. So. Der Beweis, Fischen geht auf jeden Fall. Lol. Hier haben wir so die Flosse. High five. Ich bin auch so gespannt, ich bin so gespannt auf die Nahrungsbeschaffenheit in dieser Staffel. Ich glaube, es werden viel mehr Leute versuchen zu fischen, mit Netzen irgendwie, wenn es passt. Und dann natürlich was für Früchte, was traut man sich zu essen, was nicht. Natürlich Kokosnuss wird go-to sein bei allen, da weiß man, das ist safe erstmal. Ich bin super gespannt. Das wird super, super interessant. Gott. Das ist ein richtiger Paradise. Ja, Mann. Mit den Palmen. Good shelter, white sand, beautiful view. I mean, whoever gets this spot is gonna be in the lap of luxury. Best spot. Oh, geil, rein damit. Frische Kokosnuss. Schmeckt der Toms Kokosnuss? Oh. Das muss so geil schmecken. Schon geil. Das muss so geil schmecken. Nicht von der Industrie. Wie aus dem Rewe. Nicht hochgezüchtet, noch geiler. Machen wir mal kurz den Selbsttest hier am Traumspot. Der schönste Spot, den wir bisher gefunden haben. Versuch mal die Kokosnuss hier zu knacken. Ja, wenn die schon offen ist, ist ja nicht dasselbe, oder? Boah, Macher. Es geht. Auch mit Kraft einfach nur. Ohne Werkzeug. Oh, geil, so eine geil frische Kokosnuss. Muah. Also hier ist so eine Landzunge mit
einem Strand links, einem Strand rechts. Ja, hier ist wohl der nördlichste Punkt der Insel, ne? Hier wäre zum Beispiel der Spot. Und wenn man jetzt hochgeht, ist halt alles nur Dschungel, ne? Krank. This spot is basically providing everything that a person needs. There's a ton of coconut trees that's gonna give them shelter. They've got a bunch of fresh water. There seems to be a ton of fish. We saw a giant parrotfish on the way in. Oh, Junge, ich freue mich so. Es wird so cool zu sehen, wie sie auch die Kokosnüsse runterbekommen. The only hazard to this spot is just how open access it is to the Western Ocean, which in a giant swell could mean somebody could get stuck here for days. One of the incredibly sad things about a lot of these islands is that you want them to be pristine, but unfortunately in today's world there's always going to be this line of plastic trash that's washed up right at the high tide. Wie viel das ist. Very, very common, unfortunately, but also incredibly useful in survival. Ja, true. Wie gesagt hat halt, ne? Aber so tropische Insel war schon eine gute Idee. War schon eine sehr geile Idee. Campsite. Our biggest concern is that this is the biggest river we've had coming into a campsite. And generally, where freshwater is meeting saltwater, we have a lot of crocodiles. So our big concern is that there could be a giant crocodile out here. Oh shit! Meint, wir sehen noch eins jetzt? Das sieht halt echt perfekt aus für Krokodile, ne? Hier sind die Crocs. Do you like it here? Schaut euch an Nora auf jeden Fall an ihren Spot. Yeah, I need to find a camp spot first. Mm-hmm. This is all gonna be underwater. But if we can find a nice spot by the river, it's got everything we need. Ich stelle mir das auch so anstrengend vor, allein schon das Scouten. Ja. Ja. Shit. Einer zweiten Staffel eigentlich nichts mehr überlege. Also ich denke, man kann jetzt schon sagen, nach dem heutigen Tage, das ist Panama, werden wir auf dieser Insel hier werden. Sehr, sehr geil. Boah. Schöne Aufnahmen. Am Ende des Scoutings saßen wir dann mit den Wandermut-Jungs in der Hacienda und dann waren wir uns wirklich ziemlich schnell einig, ey, das ist es hier. Wir haben die Hacienda gesehen, wir wussten, wir können hier das Team unterbringen. Was aber auch wiederum bedeutete, wir müssen diese riesen Insel mieten, inklusive der Hacienda, der Hotelanlage, damit wir das ganze Team hier unterbringen können. Ja, imagine, du musst eine Insel mieten, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, die können da halt, ja komm, macht hier, bla bla bla, und Hotel müsst ihr bezahlen da. Ja, aber wir haben gesagt, komm, wir machen das. Wir haben uns die ersten Preise reingeholt, wo wir dann beide hinten übergefallen sind natürlich. Ja, der erste Kostenvoranschlag, geisteskrank. Also wenn man dann hört, dass die Inselmiete für den Zeitraum, wo wir sie brauchen, irgendwie schon im sechsstelligen Bereich liegt, ist einfach krank. Das sind auch Summen, mit denen hantieren wir nicht täglich. Das ist einfach utopisch für uns eigentlich. Aber dennoch... Aber ich wollte gerade sagen, im sechsstelligen Bereich habe ich jetzt auch mit gerechnet. Irgendwie jetzt nochmal was anderes zu suchen, wäre auch einfach Zeit. Damit habe ich auch gerechnet, mit dem sechsstelligen Bereich, klar. Ressourcen. Man kann die Rettungskette auf die Beine stellen. Man kann es so sicher wie nur möglich machen. Wir wollten die Insel, koste es, was es wolle. Ja. Die Insel war absolut perfekt, was alle Spots anging, was die Ressourcen anging, was die Remoteness anging. Geisteskrank. Aber wir sollten trotzdem noch eine böse Überraschung erleben. Und zwar hat Isla San Jose eine sehr dunkle Vergangenheit. Was kommt jetzt, Junge? In den 40ern wurden hier Chemiewaffen getestet. Bei diesen Tests zünden nicht immer alle. Das heißt im Umkehrschluss nach Berichten von Journalisten, dass bis zu 3000 der getesteten Bomben nicht gezündet sind. Nach den Tests gab es einen Cleanup, der von den Ich dachte, es kommt sowas wie, haha, hier war mal eine Geistergeschichte. Aber es kommt eine echte Gefahr. Amerikanern durchgeführt wurde, aber auch hier sind sich Journalisten, die das Thema behandelt haben, nicht sicher, wie gründlich dieser wirklich war. Desto mehr nährten sich da irgendwo die Zweifel und das Ganze hatten wir dann thematisiert in einem Call, den wir mit Max und Johannes hatten und es wirklich ernste Bedenken gab. Notfall, Paddy, was soll das? Eine grüne Hölle, Alter. Das kannst du halt nicht bringen, wenn da irgendein Typ auf dem Blindgänger Safe nicht. In die Luft geht.
Für uns war das natürlich fundamental wichtig, das Maximum an Sicherheit für unsere Teilnehmer zu haben. Wir müssen irgendwie rausfinden, wie hoch die Gefahr wirklich ist. Eine Sache, die wir gelesen hatten, war, dass es Testzonen auf der Insel gab. Und zwar wurden diese Tests nicht komplett auf der Insel durchgeführt, sondern in sechs verschiedenen Zonen. Jetzt war für uns die... Was für krasse Probleme dann noch auf die zukommen, so kurz quasi vor dem finalen Ding, dass die sagen, okay, wir haben alles fertig und jetzt kommt noch sowas. Die Herausforderung, okay, wie schaffen wir es, diese Testzonen rauszubekommen? Denn das waren amerikanische Dokumente und du konntest nur da dran kommen, wenn du als Amerikaner einen Antrag gestellt hattest und auch dann musstest du wochenlang warten. Diese Zeit hatten wir einfach nicht. Der Launch von Seven vs. Wild rückte näher und wir brauchten halt wirklich schnell irgendeine Lösung. Krass. Die einzige Möglichkeit, die uns dann in den Sinn kam, war, okay, wir müssen den Investigativjournalisten erreichen. Vielleicht hat er Zugang zu dieser Karte. Hab den dann angerufen. Du hattest dann früh morgens irgendwo so einen verschlafenen amerikanischen Journalisten am Telefon. Die ersten Fragen waren so, sag mal, wer bist du? Hast du einen Termin? Was willst du von mir? Hören Sie auf, mich zu belästigen? Und wir waren da so, wir brauchten einfach dringend eine Lösung. Und das ist echt nicht meine Art, irgendwelchen Leuten auf den Pelz zu rücken. Aber ich war so, nee, es geht um die Sicherheit von unserem Team. Wir brauchen diese Informationen und wir brauchen die jetzt. Naja, und coolerweise hat er sich dann doch breitschlagen lassen, da irgendwo 2 Stunden später sowohl den OPCW-Cleanup-Bericht rüberzuschicken, als auch die Karte mit den Testzonen. Und das war dann abends wie cool, aber halt genau sehen. So viele Probleme und Struggles, die unvorhersehbar waren, wurden noch gefixt. Okay, die 6 Testzonen, die waren im Inland. Die Teilnehmerspots sind nicht davon betroffen. Okay. Dann haben wir später auch noch Wasserproben bekommen. Die waren auch geil. In Ordnung. Und dann wussten wir, okay, wir sind good to go. Aber trotzdem, ich glaube, das ist natürlich erstmal krass, da wurden einfach Bomben getestet auf der Insel. Das können wir nicht machen, wir können ja keine Leute in den Dschungel schicken. Da wurden Bomben getestet. Aber zum Glück hat Paddy sich da richtig reingekniet, hat da endlose Recherchen angestellt. Das ist krass. Und hat uns dann wirklich ganz, ganz viel Sorge nehmen können. Digga. Das ist heavy schon. Crazy. Das war eine geile Folge wieder. Eine geile Folge, ganz, ganz, ganz off-topic quasi von der... ich dachte, wir kriegen jetzt das Behind-the-Scenes von der Aussetzung. Wir sehen, bam, Aussetzung hier, zack, zack, zack. Aber es war ein ganz eigenes Thema, super interessant. Die Spotsuche haben wir komplett begleitet bekommen. Und das mit diesen Bomben, ich dachte echt, die dunkle Geschichte der Insel ist so, ja, da war mal so ein Geist oder bla, wisst ihr, aber da wurden einfach Bomben getestet. Und es hätte sein können, dass so kurz vor dem Abschluss der Planung eine neue Insel gesucht werden musste, weil überall Blindgänger verteilt sind. Dass sie das überhaupt rausgefunden haben, dass dort Bomben getestet wurden. Das ist ja allein schon krass. Holy shit. Super, super geile Doku-Folge wieder. Und allgemein dieses Behind the Scenes, das verkürzt einem die Wartezeit. Weil morgen kommt die nächste Folge schon raus. Übermorgen ist meine Reaction wieder da. Und dann haben wir Sonntag, müsste eigentlich die nächste Doku-Folge wieder kommen. Je nachdem, wie Dave hochlädt. Ich glaube, einmal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem, wie er hochlädt. Freue ich mich drauf. Wir werden alles begleiten. Checkt meine Seven Worlds Wild Playlist ab. Da habt ihr alle meine Reactions drin. Ansonsten, Freunde, ja. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bleibt alle bitte so fresh und gut aussehend wie immer. Wir sehen uns und ciao.